Weißeier. Go, Johnny, go.
So, liebe Wiesbadener, Anrainer, Zugereiste, Rock'n'Roll-Fans oder wie auch immer ich euch bezeichnen soll, Freunde, das war's! Hat euch das denn gefallen? Ja, das klingt doch schon sehr, sehr löblich. Also pass auf, wenn euch das gefallen hat, wir müssen das heute sehr weit nach unten spannen, weil der Wind hier oben ist heftig. Dort seht ihr eine Website, harald-krüger.de. Da gibt es ein Gästebuch. Tragt euch ein mit einem begeisterten Kommentar. Alle Unbegeisterten löschen wir sowieso wieder raus. Also schreibt ihr morgen was ins Gästebuch? Okay, wir sind übrigens auch seit ungefähr 6 Wochen bei Facebook. Jetzt muss ich da richtig ausdrücken, wie nennen wir das? facebook.com/krüger.rockt. Da kommt ihr zu uns. Und da erwarten wir euch natürlich auch morgen. Wenn ihr das noch ganz herkömmlich haben wollt, unsere Tourdaten, dann tragt euch hier ein in die Liste. Wir schicken das per Post, per Fax oder auch per Mail, unsere Konzertdaten. Und ihr merkt ja auch irgendwie schon, es weihnachtet schon so ein bisschen hier in Wiesbaden. Sollt ihr noch nicht alle Geschenke beisammen haben, kauft eine CD von uns oder 5 oder 12. Wir freuen uns drüber und ihr bestimmt auch. Die Band, meine Damen und Herren, die Band. Was gehört eigentlich zu so einer Band außer den tollen Musikern? Da gehört auch ein Soundman dazu. An den einen Sound macht, wie in Wiesbaden verdient hat. Und ich denke, das hat er heute mit Bravour gelöst. Da unten steht da ein gut aussehender Mann, ein grandioser Techniker. Meine Damen und Herren, unser Thorsten Troja! Und wenn ihr wüsstet, was wir heute für Strapazen auf uns genommen haben, um hier in dieser Gesamtwelt zu erscheinen. Dieser junge Mann zum Beispiel, das letzte lebende Exemplar der Gattung Killerhase. Wir dachten, er sei längst ausgestorben, aber wir haben noch ein Exemplar gefunden, und zwar im Saarland. Da kommt er her. Und er hat gesagt, er reist heute trotzdem nach Wiesbaden. Und dafür und auch für sein Bassspiel, für sein Gesang, für alles, kriegt er einen Riesenapplaus. Am Kontrabass, unser Patrick Daniel. Da haben wir gesagt, man hat uns damals auch gesagt, wenn ihr hier spielen wollt in Wiesbaden, dann nur, wenn ein echter Hesse dabei ist. Da, okay. Da dachten wir erst, wir konnten nicht damit dienen, weil seine Wahlheimat ist die Welt. Er reist um selbige schon seit 20 Jahren.